Gucken. Wir schaffen das, Jungs. Elf, oh, eins, was? Oh mein Gott! Nein. Alter! Was Digga, ist das? Ja, Dreier Nita-Team? Jungs, da können wir gleich aufgeben. Das gab's ja noch nie, oder? Oh mein Gott! Es gibt jetzt in Brawl Stars einen Creator Code. Trage jetzt im Shop den Creator Code Clash Games kostenlos ein und unterstütze mich bei deinem nächsten Kauf. Fette Grüße gehen raus an jeden, der meinen Code im Shop verwendet. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und wie ihr es gerade seht, Porky ist mit dabei. Was geht ab, Brawl Stars? Ach du Kacke, war das gerade ein erzeugtes Echo von dir? Ja. Das war Kacke, Bro. Scheiße, warum? Warum war Kacke? Oh Mann, und dann ist auch der Atomax mit dabei. Was geht? Moinsen. Hallo. Leute, ihr seht es. Puki und ich, wir haben uns jetzt nochmal dazu entschieden, dass wir nochmal uns den Atomax dazu holen auf unseren Hauptaccounts. Ihr habt es vielleicht in den Streams gesehen, haben wir es leider nicht geschafft. Wir sind, glaube ich, bei Stufe 10 oder 9 rausgeflogen. Ja, 9 haben wir noch geschafft. Lost. Ja, 10 war dann vorbei. Ja, genau, Stufe 9, da sind wir Stufe 10, haben wir dann, glaube ich, zweimal verkackt und dann hat ja der Supercell-Gott Ciao Ciao gesagt und deswegen haben wir uns gedacht, Freunde, wir müssen die 15 Siege nochmal irgendwie schaffen, deswegen heißt es heute 3 YouTuber versus Championship Herausforderung, deswegen schaut schon mal gerne bei den anderen beiden vorbei, ich packe euch die Links in die Videobeschreibung. Und noch eine ganz wichtige Sache, Freunde, das Danita Neujahrs-Merch-Paket ist inzwischen ausverkauft, trotzdem habt ihr jetzt immer noch die Möglichkeit, wenn ihr euch einen Hoodie sichern wollt, zu eurem Hoodie eine handsignierte Autogrammkarte von Lukas und mir dazu zu bekommen. Ich zeige euch mal eben ganz kurz eine. So sieht die aus. Ist jetzt zwar mit dem Greenscreen ein bisschen komisch, aber so eine Autogrammkarte bekommt ihr dann immer noch dazu. Handsigniert von Lukas und mir. Also gönnt euch einfach mal auf damage.de. Schaut vorbei. Ihr bekommt, wie gesagt, wenn ihr einer der nächsten 1000 Besteller seid, wir haben noch 1000 Autogrammkarten vorrätig, immer noch etwas von dem Merch, aber halt nicht das Paket. Hi. Oh, Lukas. Junge. Was jetzt ist denn? Konzentration! Okay. Ja, okay, passt. Alles klar, Freunde. Auf geht's in die erste Runde. Puki, bist du bereit? Mein Armchen, hey, Junge! Ja, normal bin ich bereit. Alter. So, los geht's, Digga. Jetzt geht's ab. Puki, Hater hier am Start, Alter. So. Oh, Jam Carrier. Zack, erster. Ja, Pam, getroffen und erster Kill schon mal von Atomax hier. Pam. Puki, ja, der teilt aus, der Puki, zack, und nochmal der Charge-Move und der nächste Kill. Ja, Junge, die ersten Runden sind natürlich easy an der Stelle. Zack, 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 ich baller mal die Ulti auf. Ja, ja, die hat nicht funktioniert. Nicht. Zack, bam, und 3000 Damage. Ja, da merkt man schon wieder, der Puki-Hater ist am Start. Leute, schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, wie weit ihr es geschafft habt bei der Championship-Herausforderung. Also, ihr habt ja gehört, wir sind jetzt beim ersten Try leider ziemlich... Also nicht früh ausgeschieden, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind halt ausgeschieden leider. Wir waren vielleicht auch noch nicht so ganz gut vorbereitet, aber jetzt sind wir hoffentlich optimal vorbereitet, Freunde. Drückt auf jeden Fall mal die Daumen und lasst jetzt mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst Bescheid, je mehr Daumen nach oben, desto weiter schaffen wir es in der Challenge. So funktioniert das nämlich, Freunde. So, und Puki, mal sehen. Oh, nice. Und noch ein Schuss. Oh, schade. Ja, das war's komplett, Kevin. Ich bin tot. Nee. Aber du kriegst den noch. Pass auf wegen der Shelly, ne? Ja. Ich komme raus. Atomax safe dich. Ja, ich hab auch Ulti aktivieren können. Ja, die Shelly, die macht ein bisschen Sorgen. Ja, Mann, komm einfach hier nach hinten ein bisschen chillen, hier in der Bude. Ich mache den Kamin an und dann ist alles entspannt. So, ich glaube, die wissen noch gar nicht, dass ich hier unten in der Ecke bin. Also, noch entspannter. Ja, nice. Oh, lol, Atomax. Oh, ne. Oh, ne. Ja, nice. Kevin wartet mal in der Ecke auf entspannt. Ja, nice. Ja. Oh, egal, sammel schnell ein. Ja, moin. Ja, nein. Ja, oh, nee. Lol. Ja, ich, oh mein ich Gott, Alter, wir kurz. Dürfen nicht in der ersten Runde verkacken. Also dann war es das wirklich komplett, Jungs. Ja. Ja, komm, das haben wir jetzt aber. Ja, easy. Alles klar, erste Runde haben wir dann auch gemeistert. Und ich noch bin mal nicht. Gespannt. Freu dich nicht zu früh.
Ja, jetzt aber. Hey, du wolltest dich noch umbringen. Ich hab das gerade gesehen, Puki. Ja, Atomax hatte eh 11. Ja, ja, ja. Hast du gesehen? Alter, bin ich krass. Ja, ja, ja. Hier immer die Ausreden. Sehr schön. Auch die nächste Runde gemeistert. Und damit haben wir schon fast Juwelenjagd absolviert. Juwelenjagd machen wir einen Haken hinter. Und dann... Starspieler Kevin. Ja, ja, so sieht's aus. Ja, okay. Ist ja, easy. Ja, moin. Ich und gehe aus dem Genie und boom. Dann ist... Let's go. 2-0. Sehr gut. Für die erste Runde. Also ich muss sagen, wäre die Championship-Herausforderung die ganze Zeit nur Brawl Ball, da wäre ich dabei auf jeden Fall. Ja, moin. Ich dachte, die Erde schießt eigentlich. Ah, perfekt. Und 2-0. Damit aus auch die zweite Runde absolviert. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Komm. Ja, ja. Jetzt. Ja. Boost. Ja. Boost. Komm. Boost. Nein. Oh, ich hatte gerade den Ball, Junge. Unentschieden, ja, und jetzt? Und Starspieler Pookie, play again. Spiel okay. Nochmal, oh mein Gott, Alter, oh Gott, da Alter, das ist nichts, aber... Ja! LOL, nice. Perfekt. Easy okay. Going, Alter. Brawl Ball haben wir damit auch gemeistert. Dann kommen aktuell wir jetzt... Noch 0 loses. Ja, kommen wir jetzt zu der Aktion, wo wir letztes Mal gefailt sind. Sehr schön. Runde 1. Gemeistert. Ach, das musst du reinschneiden, dass ich Starspieler geworden bin, ne? Ja, okay, ist reingeschnitten. Damit die Pro-Player auch mal sehen, dass der Pookie total der Pro-Player ist. Okay. Okay, ist reingeschnitten. Sehr schön gemacht. So, warte, schneid mal wieder ran, wer Starspieler ist, genau. Ja, ist reingeschnitten. Hä, wie kannst du denn Starplayer? Ich habe gefühlt jeden Kill gemacht. Nein! Ja, 40 zu 29. Okay, jetzt kommen wir zu... Ja, warte, Starspieler Pookie hast du aufgeschrieben, ne? Ja, ist aufgeschrieben. Alter, das ist echt unglaublich, wa? Sehr schön. Boah, sehr schön. Starspieler, wieder mal anmerken. Oh nein. Nee. Was? Oh, Danny da! Diesmal ja, nicht, Junge, Leute. Kauft den Merch. Es gibt noch Autogrammkarten. Let's go. Okay, nächste Runde. Uns durch. So, jetzt Starspieler. Nein! Oh mein Gott. Ja, das wird jetzt hier nichts, weil ich kein Damage mache auf dem Tresor. Oh mein Gott, es ist 11-1. Yeah, nee, 10. Warte, wie viel steht's jetzt? 11-0. Wir müssen auf Distance halten. Daryl kommt jetzt hier von der Seite. Daryl kommt. Ja, nee. Ja, schade. Das war klar. Okay, ja. 11-1, ja. Wollen wir vielleicht auch die Boxerin jetzt nehmen statt Sandy? Wollen wir das mal probieren? Ja. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich nehme mal die Boxerin. Ich nehme aber dann die erste Star Power, ne? Schade. Oder was würdest du sagen? Ja, ja, stimmt eigentlich. Schaden ist besser, Schaden ist. Okay. Ist halt viel Busch, ne? Deswegen, aber ja. Wir gucken, wir schaffen das, Jungs. 11, oh, 1, was? Oh mein Gott! Nein! Was? Alter! Was Digga, ist das? Ja, Dreier Nita-Team? Jungs, da können wir gleich aufgeben. Das gab's ja noch nie, oder? Oh mein Gott! Hä? Was? Ja, gar keine Chance, Digga. Was sollen wir da machen? Jungs, oh mein denken, Gott, Junge. Das Ehrenlevel ist einfach... Das ist verloren, dieses Spiel. Alter! Nee, okay, verloren ist noch nix. Wir haben alle Hyperbär. Wir müssen aufpassen, ja, Digga, das war's komplett. Nein. Sie setzen einmal ihre Ulti, ihren Bär, alle drei drauf und das war's. Junge, wie asozial ist das denn? Hä? Ja, moin, Digga, was? Warte mal, ich mach mal hier ganz kurz hier ein bisschen... Ja, räum mal ein bisschen auf. Mach mal ein bisschen Feierabend hier jetzt, Party vorbei. Okay, ich habe auch mal ein bisschen aufgeräumt. So, jetzt. Hey, wir können zurückschlagen. Ja, ich komme hier von der anderen Seite. So, jetzt mal hier. Komm, ein bisschen auf die Kacke hauen. Und wichtig auch mal ein paar Nitas einfach töten. Ja. Auch wenn es schwerfällt, Freunde. Okay, ich habe den anderen der Nita geholt. Das sind die bösen Nitas. Mhm. Okay, aber ey, wir haben Damage gemacht, Jungs. Wir haben Damage gemacht. Digga, ich raff das nicht. Drei der Nitas, Alter. Das ist echt ein Level zu viel für mich. Hier links. Da kommt er. Und jetzt habe ich halt die Boxerin, ne? Wo ich jetzt genau die Range brauchen könnte. Ein bisschen wenigstens. Aber wenigstens habe ich den Tank-Effekt, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, wir sind noch in Führung. Gut, aber ja. Wir müssen... Ich weiß nicht, ob wir das... Oh! Zwei der Nita-Bären. Ja, wenn ich jetzt... Ich muss einmal in die Reihen. In mehrere Reihen am besten. Ja, einer ist weg. Ja. Komm, wir gehen da. Wir gehen da hin. Muss leider weg mit 112. Jetzt Attack einfach auf den Tresor, Puppi.
Ich sterbe weg einmal, aber... Da darfst du nicht reingehen. So guter Damage. Oh mein Gott, die haben schon wieder zwei Bären ready. Junge, ich dachte, die nehmen uns voll auseinander mit den Bären, aber es ist gar nicht mal so schlimm. Nee, also, weil wir sind krass. Kacke. Ich nuckel ein bisschen vorne bei denen. Ja, nuckel da ein bisschen. Bisschen nuckeln. Okay. Bisschen Damage. Easy. Ja, sehr nice. Okay. Easy, Alter. Alter, Tresorraub haben wir auch geschafft. Digga, guck dir dieses Team an, Alter. Dreier der Nita-Team. Aber das war schon lustig. Das war schon lustig, das Game. Okay, jetzt kommt Belagerung, Bro. Die letzte Phase, die wir bisher nie sehen konnten. Jetzt kommt die schwierigste. Alter, ich spiele Belagerung fast wir nie. Wir haben ja. Belagerung mit Nita, Tick und Rosa gespielt. Uff. Tick kamen wir nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Tick ist nämlich verdammt wichtig. Tick müssen wir durch Bali ersetzen. Seine. Junge, das wird jetzt was. Ich spiele echt nie Belagerung, ne? Alter, ich auch nicht, Digga. Das ist echt. Ich spiele nur Dual Shotter. Oh nein, die haben Tick, Junge. Ja, ja moin. Ich hab's jetzt ein bisschen schwieriger. Ja. Aber wenn wir die ersten Schrauben schon mal kriegen, das wäre schon mal ein Riesenvorteil. Ich helfe dir ein bisschen mit der Rose. Ich bin direkt dort, perfekt. Genau. Uff. Ah, moin, da kommt schon Tix Ulti, perfekt. Schön. Warte, den. Was ist jetzt, wenn wir den ersten nicht bekommen? Ja, den müssen wir gut verteidigen. Da muss also. Puki muss sich reinstellen. Ja. Am besten. Genau. Ja, moin. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Okay, einer tot wenigstens. Wir müssen das jetzt ausnutzen, glaube ich. Aber jetzt wir haben können wir noch ein paar Schrauben sammeln, aber am besten wäre es, wenn die Gegner den jetzt bekommen. Nochmal? So hart es auch klingt, ja. Weil die haben schon zwei Schrauben, sonst machen die uns in der dritten Phase komplett fertig, weil sie uns auch dumm machen. Autsch. Ja, der Hund, ich kann nichts machen. Jungs, das ist gar nicht gut hier mit der Rosa. Oh, hast mit der du Boxer. Deine Ult, Puki? Nee. Wir brauchen deine Ult. Ganz, ganz wichtig. Okay. Wichtiger als probier wichtig. Probier die so schnell wie möglich aufzuladen. Funktioniert nicht. Nee, funktioniert nicht? Ne, ich bin auch tot. Shit, das ist gar nicht gut. Ne, das war's. Ja, moin. Oh, ja, das ist natürlich... Belagerung, ey, das ist echt... Ja, die Boxerin hat mich auch so hart weggeholt, also die war halt einfach schon gut, muss man sagen. Ja. Egal, wir strengen uns jetzt einfach an. Ja. Wir schaffen volle das Konzentration. Okay. So, es ist fast wieder das gleiche, ne? Oh nein. Schon wieder ein Tick. Oh, das kann jetzt eklig werden. Am besten, Atomax, wenn du hin und wieder mal rüber guckst und hier mir mit der Boxerin hilfst oder so, das wäre auf jeden Fall... Ja, moin. Auf der anderen Seite. Sehr hilfreich. Ja, ich weiß, ich switche, glaube ich, auch mal. Macht Sinn, oder? Okay, dann komme ich auch rüber. Vielleicht kann ich jetzt aufs Garn. Oh nein. Digga, sie tryhardet um ihr Leben, die Alter. Die Ult, das macht halt, kannst du bestimmt 20% einsparen, wenn du die Ult immer für den Boss halt offen ja. Hast. Ja. Wenn du jetzt kurz auf die Gegner nochmal versuchst, ein bisschen zu schlagen und dann davor. Digga, die kriegen uns mit dem ersten. Oh mein Gott, was? Das war's. Wir sind raus. Ja, Siege, Digga. Bruder, ich spiel nie wieder Belagerung, wa? Was soll man sagen? Das war's. Freunde, ihr habt's gesehen, wir haben unser Bestes gegeben. Problem ist halt, auf den kleinen Accounts hier haben wir nicht alle Brawler. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ausgerechnet da dran lag. Trotzdem, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange ich das Video gelassen habe. Rohaufnahme geht jetzt 50 Minuten. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut bei den Armbeinen vorbei und dann bis zum nächsten Mal, euer Clash Games und ciao. Ciao. Ciao.